Herzlich willkommen zum Online-Gartentipp. Zu Weihnachten, aber auch zu Neujahr ist es üblich, blühende Pflanzen zu verschenken. Nun, blühende Pflanzen zum Jahreswechsel sind Glücksbringer. Zwar stille Glücksbringer im Gegensatz zu Raketen und Knaller, aber vielleicht Glücksbringer, die dem sprichwörtlichen Glück besser auf die Sprünge helfen. Wenn Sie Blumen kaufen, jetzt zu Neujahr, achten Sie bitte auf Folgendes. Die Blumen sollten unbedingt frisch sein. Es gibt tatsächlich auch in Vorarlberg Gärtnereien, die heute noch Schnittblumen produzieren, wie hier bei Rosenweibel in Mäder. Bitte beachten Sie, stellen Sie diesen Blumenstrauß nicht direkt über den Heizkörper auf. Verwenden Sie bitte nicht kaltes Wasser, sondern lauwarmes Wasser. Und verwenden Sie bitte sogenannte Frischhaltebeutel. Das heißt, diese Frischhaltebeutel wirken antibakteriell und versorgen die Schnittblumen mit den notwendigen Nährstoffen. So ein Strauß sollte unbedingt eine Woche oder sogar 10 Tage halten. Und noch etwas. Setzen Sie diesen Strauß niemals den Durchzug aus. Und wenn der Florist Ihnen ein wunderschönes Gebinde bindet, dann versuchen Sie nicht immer wieder den Strauß zu zerlegen. Schnittblumen sind etwas ganz Besonderes. Sie berühren die Seele und sie machen wirklich Freude. Und der Wert, den so ein Strauß hat, ist wahrscheinlich wesentlich mehr als das Materielle. Weil es sind Blumen, die zum Augenblick ihres Erscheinens, ihrer Blüte, das Schönste hervorbringen, was die Natur kann. Nämlich die Blüte, die überzeugt mit Form und Farbe. Und mit Schnittblumen wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete Weihnacht.